Ja, servus Leute, Johannes hier. Warum mache ich Videos im Auto? Ja, ganz einfach, keine Zeit für normale Videos. Ich habe nicht das Problem, dass ich mir denke, die Qualität stimmt nicht. Klar, die Videos sind verwackelt, die sind tonfrequenzmäßig nicht so super, wenn die Heizung an ist oder der Motor aufheult. Ich schaue nicht die ganze Zeit in die Kamera rein, aber ganz ehrlich, darum geht es doch nicht. Es geht doch darum, was ich mitteilen will, ja, was ich euch sagen will. Und da spielt es keine Rolle, wo ich gerade bin oder was ich gerade dabei mache. Hauptsache, ihr könnt mir folgen und das ist das Wichtige. Und ich sag mal so, meine Videos sind halt unter 15 Minuten meistens. Das ist wichtig, dann seid ihr konstant dabei, könnt ihr euch den Inhalt schnell einschauen. Und ich finde, es sind immer prägnante Themen, immer aktuelle Themen. Und das macht es eigentlich auch richtig spaßig. Und ich versuche ein bisschen lustig zu sein dabei. Ich meine, gelingt mir nicht immer. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ihr kennt ja meine Videos jetzt schon. Ich finde, Videos im Auto macht Sinn. Ist eine Frage der Gefahr. Ja, wenn man sagt, okay, hier, Vorsicht, du passt nicht auf den Verkehr auf und so. Aber ganz ehrlich, ich passe ziemlich gut auf den Verkehr auf. Es ist eher so, dass der Verkehr als wichtiger Punkt drinnen steht und dann mache ich halt noch den Rest, wenn ich zum Beispiel parke. Und so ist es zum Beispiel jetzt. Ich werde euch jetzt noch einen schönen Tag wünschen. Abonniert meinen Kanal, kommentiert ihn und liked ihn. Ich antworte auf jedes Kommentar. In dem Sinne, schönen Abend. Ciao.